Ist die Urgewalt oder auch eine gewisse Reife, Als ich dich traf, hat sich alles verändert. Wir sind zwei Geschichten. Dein Lachen sind zwei Leben. Deine Lebensfreude sind zwei Liebende. Deine Liebe haben dieselbe Zeit. Ist das Schönste, was mir diese Welt zu bieten hat. Es heißt, wenn man sich wohlfühlt und glücklich ist, ist es die Zeit, die schnell vergeht. Denn wenn etwas vergeht, bedeutet das, dass es ein Ende geben wird. Die Art, wie du mich ansiehst, ist jeden Tag zu meinem größten Sein. Ich wünsche mir, dass wir die Zeit anhalten, ohne dass sie vergeht, ohne dass ein Ende kommt. Dass wir jeden Tag, jede Sekunde, die wir zusammen verbringen, bewusst wahrnehmen und unsere gemeinsame Zeit und unsere gemeinsamen Augenblicke in unser Herz schließen und genießen. Die Zeit mit dir macht meine Zeit umso wertvoller. Ist das die Liebe? Die Liebe, von dem alle sprechen? Für mich ist die Liebe nicht greifbar. Für mich ist Liebe unendlich. Wenn ich in eure Gesichter blicke, sehe ich strahlende Gesichter, voller Aufregung und Begeisterung. Genau so soll es sein. Bitte behaltet dieses Lächeln und lasst uns gemeinsam diesen Tag feiern. Denn heute ist der Tag, an den ihr euch hoffentlich noch ganz lange erinnern werdet. Deshalb lade ich euch ein, euren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Lacht, weint, schluchzt, applaudiert. Es ist alles erlaubt. Wenn nicht heute, wann dann? Liebe Julia, lieber Philipp, wir haben uns heute hier versammelt, um diesen Tag unvergesslich zu machen. Denn wir feiern heute eure Liebe, euer Vertrauen und vor allem euer Ja zueinander. Ich bin mir sicher, dass dieser Tag für immer und ewig in eurer Erinnerung bleiben wird. Und ich hoffe, dass meine Gedanken und Worte in der folgenden Trauungsrede für euch ebenso in besonderer Erinnerung bleiben. Julia liebt es, dass sie deine bedingungslose Liebe mit allen Sinnen spüren darf, du immer zu ihr stehst und dass du ihr Herz verzaubert und erobert hast. Ich wollte auch noch von euch beiden wissen, wann ihr euch definitiv ineinander verliebt habt. Philipp meinte vollkommen präzise auf den Punkt gebracht, als wir unser erstes Date bei mir zu Hause gehabt haben. Julia, ich habe mich in dich verliebt, als du mich beim ersten Date mit Kaminfeuer, Wein überrascht hast. Deine Augen haben mich verzaubert. Ihr liebt es, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Nähe und Gefühle stehen bei euch beiden an oberster Stelle. Und es ist euch wichtig, dass ihr euch auch ohne Worte voll und ganz verständigen könnt. Ihr zwei könnt euch wahnsinnig glücklich schätzen, denn ihr habt einander im Leben gefunden. Einen Menschen zu finden, den man liebt, weil er so ist, wie er ist. Einen Menschen zu finden, mit dem man Seite an Seite durchs Leben gehen will und mit dem man einfach alles teilen will, das ist mitunter das größte Glück auf Erden. Und ihr Glücklichen habt dieses Glück gefunden. Um euer tiefes Gefühl der Verbundenheit nun noch mehr zu stärken, kommen wir zu einem ganz besonderen Ritual. Es nennt sich Tying the Knot und steht symbolisch für die Zusammengehörigkeit des Paares. Und es soll euch von nun an für die Ewigkeit verbinden.